Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich hab's mit RCS geschafft. Wir sind auf einem Weg zu 35 Kilometern über der Oberfläche von Kerbin und fliegen jetzt einfach mal dorthin, würde ich sagen. Bedeutet, wir müssen erstmal die Flucht einschlagen und bewegen uns wieder weg von dem, was wir jetzt einst besucht haben. Wieder auf dem Heimweg. Um zu schauen, dass auch alles hier wieder tipptopp parat funktioniert. Ne? Tipptopp parat immer sein, wie es so schön heißt. Und ja, unten geht's immer noch ab. Das ist jetzt. Wir spulen mal nach hier unten vor. Weil wir landen nach Plan. In der Atmosphäre und da ist unser Zielpunkt. Hier vorspulen. Aber hey, wir haben alle wieder gerettet. Nice. Und notfalls liegen jetzt unten auch ein paar Tonnen Nahrung. So, ich tue jetzt mal N. Ich tue noch mal ein bisschen mit dem Rest, was wir haben, gegenbrennen. Weil damit einfach die Geschwindigkeit ein bisschen gesenkt wird. Ich steige sogar die Geschwindigkeit oder ich verlangsame es, dass die Geschwindigkeit steigt. Ob sich was bringt? Nee, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube nicht, dass das was hilft. So, mal bin ich auf 8000 Kilometer runterzukommen. Das wäre doch mal nice. Nachher sind wir eh nur noch Fallschirm. So, ach komm, wir gehen auf 7,5. Was haben wir das ganze RCS mit? RCS hält einfach ewig. Das ist der Wahnsinn. Wenn du es nicht als Antrieb verwendest, hält das Zeug ewig. So zum Austarieren ist das super. So, komm, wir gehen auf die 7. Genau, wir gehen auf die 7 oder dann passt's. Dann gehen wir in atmosphärischen Eintritt. Jetzt machen wir atmosphärische Eintrittsprüfungen, bedeutet, wir stellen uns erstmal quer. Wir docken aber erstmal nur unten. Ey! Genau, das wollte ich jetzt gerade machen. So. Wir sind jetzt hier schon in der Atmosphäre. Kommt schon, wir müssen hier bestimmt unbeschadet durch. Ah, es wird immer heißer. Bremsburn. Ah, der Balken macht mir Sorgen. Das ist nämlich eine Landefähre. Landefähre ist nicht unbedingt für sowas ausgerichtet. Wir treten erst in die Atmosphäre ein. Wir sind noch nicht mal so weit, dass wir sagen können, okay, wir sind durch. Aber wir kühlen wieder ab. Das ist gut zu wissen. Wir kühlen wieder runter. Alles perfekt wieder. Alles unter Kontrolle. Ich bin happy. Ich brenne einfach. Hier irgendwo. Jetzt sind wir voll schnell und irgendwann bremsen wir halt. Da geht die Geschwindigkeit so runter, dass wir. Seht ihr, wie wir da abziehen? Wir sind am Anfang gerade voll gerade und dann geht's runter. Ich decouple jetzt oben.
Ich glaube nicht, dass es abgegangen ist. Es brennt immer noch, glaube ich, mit. Und jetzt haben wir die Höhe erreicht, wo das alles abgekoppelt wird. Achso, jetzt hat er abgekoppelt. Ups. Erste Fallschirme öffnen, RCS kann anbleiben. Sind zwar noch sehr weit oben, aber Bremsfallschirme öffnen ist nie doof. Jetzt springen wir vor, weil jetzt sind wir so relativ sicher. Und ich bin gespannt, ob wir für beide Steine jeweils 120 kriegen. Das sind 240 Punkte, ne? Muss man auch wieder so sehen. Das ist ja richtig lecker. Auch noch. Jetzt können wir dann in Fallmodus gehen. Im Fallschirm gehen auf. Die anderen Fallschirme gehen auf und wir sinken nur noch auf dem besten Weg nach unten. Was war das? Ich glaube, das war entweder der Oberteil oder das Unterteil. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Sind wir ja ein Arsch, hier ist auch leer. Man sieht auch, wie wir noch immer seitlich gleiten. Zwar ganz langsam, aber wir gleiten noch. 100 Meter, 50 Meter, 40 Meter, 20 Meter, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und Touchdown. Wir haben Tilton gerettet wieder vom... Das ist die zweite Version, die ein bisschen schief läuft. Ich sollte besser planen. Man hätte ihn nach Keyfan einfach auf der Karte suchen können, aber ich hatte irgendwie Vertrauen, dass Keyfan trotzdem existiert. So, schauen wir mal, wie viele Punkte haben wir gekriegt dafür. Immerhin haben wir Steine mitgebracht und Mannsteine hatten wir bis jetzt noch nicht. Komm, sag was Positives. Sag was Positives. Ach komm, nur einmal 120. Mann, ey. 180, glaube ich, komme ich nicht wirklich weit. Neue Beine könnte ich mir holen. Toll. Verbessertes Reaktionsrad. Die Teile wären natürlich für Rückflüge wieder geil. Airbrakes sind auch nicht doof. Hyperjets brauchen wir aktuell nicht. Außer wir wollen vielleicht mal in der Zukunft ein Space Shuttle bauen. Ist ja bestimmt auch eine geile Sache. Neue Pots, die kosten aber 300. Ein Ableitsystem für Kai und K Basis. Hydromodule mit hier Gewächshauscontainer, was ist da drin? Kohlendioxid, wahrscheinlich damit die Pflanzen bewachsen sind. Und ein großer Lebenscontainer für Pflanzen. Das ist auch cool. Da gibt es ja noch größere Teile. Hier gibt es Spezialisierung. Was ist denn das? Monopropellant APU. After playing with children's pine wheel toy and asking them say, how could this become more awesome? Engineer tried pointing a rocket engine at it, then engineering team immediately got to work and using it to generate electricity and the monopropellant APU was one. Achso, der macht das monopropellant Strom sozusagen. Noch weitere Energietanks, equipment electrics, quarks. Ich frage jetzt, haben wir irgendwas, was wir brauchen können, was uns was hilft? Wir können natürlich einen Rover auf. Ach verdammt! Der Plan war dumm, glaube ich. Also ich glaube, wir haben noch keine Reifen, oder? Also absolut keine Reifen. Hier gleich wären die ersten wirklichen Reifen dabei gewesen. Na, hier hätten wir welche, aber die sind gleich nicht vom Mann ausgelegt. Feldforschung. Hier sind Rover Maxes und alles. Hier sind die großen. Hier sind KMT ansteckbares Fahrwerk. Verdammt. Wo sind dann die normalen? Also wo ist das? Habe ich das nicht schon dann? Wir schauen mal schnell.
Sonst wäre das jetzt nicht eine riesige Fehlinvestition gewesen, weil ich würde sonst gerne einen Rover bauen. Den testen wir dann mit einem Warum bin ich so doof? Hallo Aventura. Aventura warst du, sorry. Doch, wir hätten hier Rover Max kleine Reifen. Bedeutet das, wir können rein theoretisch direkt mal to the work gehen, aber natürlich im Plane-Bau-Ding da. Und schauen uns mal an, was wir bauen können für den Tag. Muss natürlich hochentwickelt sein. Und dann schicken wir es auf den Mond, wo sich dann remote steuern lässt. Ah, dafür bräuchten, haben wir ihn. Oh, ich glaube, wir haben noch nicht mal einen passenden Körper. Haben wir denn irgendwas, was da hilft aktuell? Wir könnten natürlich so ein kleines Flachbett nehmen. Aus Flachbett so eine Prototyp-Drohne setzen oder sowas. So, und dann... Ups. Ja, tipptopp, parat und so, ne? So brauche ich nicht unbedingt greifen. So. Ist doch viel zu groß. Andere haben... Bringt sich das überhaupt aktuell? Was haben wir denn? Die wissenschaftliche Ausstattung für sowas. Ein Greifarm. Leichter Abtastarm. Das ist gut zu wissen, dass wir schon mal sowas haben. Ressourcenscanner. Kann man draufsetzen, aber brauchen wir eigentlich ja nicht mehr. Also, wir brauchen erstmal den Körper. Die Frage ist, wie bauen wir das Teil? Wir können es relativ simpel gestalten, indem wir einen Körper aus einer Metallstruktur bauen, wie folgt ist zum Beispiel. Ein Beispiel. So, wenn wir jetzt hier draus zum Beispiel einen Körper designen wollen würden, dann brauchen wir jetzt die Reifen. Obwohl ich würde in dem Fall sogar noch unter Struktur diese kleine Entfernerteile dran sitzen. Wir machen die größeren dran. Schauen wir, wie wir den am besten designen können. Weißt du nicht, ich glaube, wir kopieren das ganze fertige Gerüst hier. So. Jetzt haben wir schon mal ein Grundgerüst. Auch nicht schlecht. Nee, die beiden bringen sich gar nichts. Energieversorgung ist natürlich für sowas dann ganz wichtig. Die können wir dann hier seitlich so hinsetzen. Und wieder.
Noch einmal. Wenn wir sowas auf Duna schicken wollen, leck mich am Arsch. Da brauchen wir viel bessere Technik, ne? Brauchen wir einiges bessere Technik. Hat jemand gesagt, ich kann unter den Rover vielleicht noch was bauen? So, kleine Batteriepacks. Unten noch dran. Damit dieses Teil immer so gut wie möglich geladen ist. So. Batteriestrom hat das Teil jetzt. Wie viel? Wo sehe ich das nochmal im Baummodus? Speicher elektrische Strom 2800. Nach ihm hier wäre es jetzt aktuell unendlich. Ich glaube es irgendwie nicht. So. Wo ist denn das Center of Mass? Das müssen wir danach auf jeden Fall rausfinden. Damit wir dort bauen können, brauchen wir diesen blöden Greifarm. Wissenschaft. Leichter Greifarm. Der wird natürlich hier oben drauf gesetzt. Und das können wir noch verbauen. Ne, die Daten von dem mysteriösen Schlangen können wir auch nicht verwerten. Den Rest haben wir alles schon gemacht. Der ist ein bisschen groß. Plant Growth. This experiment box contains a variant of seed and growth mediums. How will they grow in space? The results are to be fascinating. No, note, don't attach directly to your station unless intended to return it to the surface. Prograde quarks, probably quite stable. Das müssen wir vielleicht auch mal probieren, dass wir da was hochschicken, remote, und gucken, was da passiert. Weiß gar nicht, was man da rauskriegt dann. Sammelbare Daten, ja, zurückgesetzbar, ja. Elektrischen Strom, da schicken wir mal was auch mal was hoch. Ich nenne das jetzt mal den Rover B1. Und speicher den, denn meine Freunde, die Folge ist wieder vorbei. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich auch gerade ein bisschen überfragt, was wir aus diesem Rover noch machen können. Wir werden ihn dann in der nächsten Folge mal fahrtesten und dann müssen wir oben drauf den Aufbau setzen für das Landemodul, damit der gelandet werden kann. Und dann sollte der sich auf dem Mond ein bisschen bewegen können und vielleicht uns noch ein paar Daten berichten können. Wir sitzen hier vorne sonst. Boah, scan einfach just davon raus, weil ich schaut von hier aus. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr da lasst, diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.